Und unter der Leitung von Hans Letwinka entsteht hier 1934 dieser Tatra 77. Das ist also schon ein ganz spannendes Auto. Man denkt hier vorne so eine große Motorhaube. Aber nein, liebe Menschen, das ist also hier ganz anders. Das ist nämlich hier ein richtiger, echter Heckantrieb. Also im Heck befindet sich ein luftgekühlter V8. Hier sieht man mal, wie die Kühlluft hier dann einströmen kann. Und ein kleiner Einblick hier in die Heckpartie der Karosserie. Und da entfalten sich also sage und schreibe 60 PS bei knapp 3 Litern Hubraum. Und man kommt also auf Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometer pro Stunde mit diesem wahnsinnig schönen Wagen. Ein ganz seltenes Stück, da in der Öffentlichkeit noch niemals irgendwo gezeigt worden ist in einem Museum. Und jetzt haben wir hier wirklich bei unserer Sonderschau Windschnittig heißt diese Sonderausstellung. Da wird also der Wagen gezeigt und das Ganze noch bis in den Oktober 2023 hier zu sehen in Zwickau im August-Horch-Museum.